Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Methodenmonster-Video. Heute möchte ich mit euch sprechen über den größten Irrtum in der linearen Regression, und zwar die Behauptung, dass Linearität sich bei der linearen Regression auf den Zusammenhang zwischen den Variablen bezieht. Das ist leider falsch. Die Linearität bezieht sich auf die Parameter. Aber machen wir das mal Schritt für Schritt. Die erste Frage ist natürlich, wer macht's falsch? Und ich würde behaupten, dass die meisten Sozialwissenschaftler das falsch machen und so gut wie alle Psychologen. Und das Problem ist, dass das auch Professoren falsch machen und auch Lehrbuchautoren. Und als Beispiel würde ich euch gerne zwei Dinge nennen. Das erste ist aus dem Buch von Bortz. Das ist so ein absolutes Standardwerk für die Psychologen in Bezug auf die Statistik, und es ist auch ziemlich genau, also eher so mathematisch, nicht so oberflächlich. Aber dort ist es leider falsch drin. Ich lese das mal kurz vor. Also bei Voraussetzungen für lineare Regression steht Linearität, die in der Population vorliegende Abhängigkeit zwischen den Erwartungswerten des Kriteriums und den Prädiktorwerten ist durch eine Gerade gegeben. Das ist falsch, das ist nicht das, worauf sich Linearität bezieht. Ein zweites Beispiel kommt aus dem Dorsch-Lexikon. Das ist auch so eine wichtige Referenz für Psychologen. Das ist ein Lexikon, da müsste es eigentlich richtig drinstehen. Und was steht dort? Da steht Regression lineare, Regressionsanalyse, bei der ein linearer Zusammenhang zwischen einer Kriteriumsvariablen Y und einer oder mehreren Prädiktorvariablen angenommen wird. Auch das ist leider wieder falsch. Das zieht sich komplett durch alle Lehrbücher durch, und du kannst es einfach mal selbst ausprobieren. Schlag mal dein Methodenlehrbuch auf und schau bei linearer Regression, worauf sich Linearität bezieht. Und das kannst du dann gerne unter das Video hier posten, und dann haben wir eine Sammlung, wo es richtig und wo es vielleicht falsch drin steht. Wobei ich kein Beispiel kenne, wo es richtig drin steht. So, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie ist es richtig? Und da habe ich euch mal hier oben vier Modelle abgebildet. Das sind vier Modelle, die potenziell für eine Regressionsanalyse in Frage kommen. Und die Frage ist jetzt hier, welches von diesen Modellen lässt sich tatsächlich mit einer linearen Regression untersuchen? Das heißt, welches ist linear in den Parametern? Du kannst das Video hier kurz stoppen und überlegen, welche Modelle linear sind. Okay, die Auflösung ist, alle sind linear bis auf das zweite. Das zweite ist nicht linear. Und hier sieht man schon direkt, es geht nicht um den Zusammenhang. Denn das erste Modell, das hat ein x² drin, also was Quadratisches. Das letzte Modell, das vierte Modell, hat irgendwie die e-Funktion drin. Also es geht nicht um den linearen Zusammenhang. Warum ist jetzt das zweite nicht linear? Wie kann ich das herausfinden? Das sieht schon ein bisschen komisch aus. Da steht B1 mal B2 mal X1. Und ich müsste jetzt einfach nur die Ableitung bilden nach den Parametern. Das heißt, ich leite einmal die Funktion ab nach B1 und dann nach B2. Und was da herauskommt, ist, wenn ich nach B1 ableite, steht dann dort B2 mal X1. Das heißt, der Parameter ist abhängig von einem anderen Parameter, nämlich B2. Wenn ich nach B2 ableite, dann steht dort B1 mal X1. Auch hier ist es wieder abhängig von einem Parameter. Und das kann die lineare Regression nicht leisten. Also die kann so ein Modell nicht finden, wo die Parameter voneinander abhängig sind. Das ergibt eigentlich auch Sinn, denn wenn ein Parameter von einem anderen abhängig sind, dann wird es sehr schwer, ihn zu schätzen. Das heißt, Modell 2 kann ich nicht mit einer linearen Regression untersuchen, die anderen schon. So, was ist denn jetzt das Fazit daraus? Also, wie gesagt, in den Lehrbüchern steht es falsch drin. Und natürlich lassen sich nichtlineare Zusammenhänge auch mit einer linearen Regression untersuchen. Wer dir da was anderes erzählt, dem kannst du den Hinweis auf Bücher geben, wo es richtig drin steht. Und diese Bücher sind nicht von Sozialwissenschaftlern üblicherweise. Als Beispiel kann ich nennen Abraham und Lidolter, Introduction to Regression Modeling. Dort steht es auf den ersten Seiten, als wäre es das Natürlichste auf der Welt.
Okay, jetzt könnten wir noch mal kurz sprechen über die Metaebene. Eine Frage ist natürlich, wie entsteht sowas? Ich denke, das liegt daran, dass die mathematische Ausbildung der Sozialwissenschaftler ziemlich schlecht ist. Und dann kann es natürlich passieren, dass sich solche Irrtümer festsetzen. Ja, wenn man noch nie was von Linearität in anderen Kontexten gehört hat, dann denkt man einfach das, was intuitiv einem einfällt, und das wäre natürlich ein linearer Zusammenhang. Ist aber in dem Fall leider falsch. Und der zweite Aspekt auf der Metaebene ist, dass Konsens nicht gleich Wissen ist. Also es kann gut sein, dass alle Psychologen glauben, dass Linearität sich auf den linearen Zusammenhang bezieht, und das stimmt trotzdem nicht. Also auch wenn es in den Lehrbüchern steht und in der Vorlesung unterrichtet wird, muss das nicht richtig sein. Das heißt, man sollte lieber selbst nachdenken und ja, sich nicht immer auf die Konsensmeinung verlassen. Okay, das war's von meiner Seite heute. Ich hoffe, du hast was gelernt und machst nicht den Fehler anzunehmen, dass Linearität sich auf den Zusammenhang bezieht, sondern eben auf die Parameter. Und dann hoffe ich, dass ich dich wiedersehe beim nächsten Video vom Methodenmonster. Bis dahin.